Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen wirklich mega leichten Money Glitch. Und das Beste an diesem Money Glitch, Leute, ihr macht hier Clean Dupes. Das bedeutet, ihr braucht kein eigenes iFruit-Kennzeichen. Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich jetzt schon mal zu einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Also gut, Leute, ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einen Freund, der diese Autowerkstatt besitzt aus dem neuesten DLC, also irgendeine Location. Und außerdem muss diese Autowerkstatt auch natürlich schon eingerichtet sein. Außerdem, Leute, braucht ihr das auch. Also ihr selber braucht hier auch eine Autowerkstatt aus dem neuesten DLC, die auch eingerichtet ist. Und Leute, hier betone ich auch nochmal ausdrücklich, es muss nicht die gleiche Tuning-Garage sein, die euer Freund hat. Ganz wichtig, auch wenn es hier in diesem Video zufällig so war. Das muss es nicht sein. Außerdem, Leute, braucht ihr in der Tuning-Garage das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt? Mein Tipp, Leute, nehmt den Easy Classic aus der Arena-Werkstatt, zum Beispiel Zukunftsschock-Variante, und nehmt den zum Duplizieren, denn die bringt tatsächlich am meisten bei solchen Glitches. Außerdem, Leute, braucht ihr mindestens zwei weitere Fahrzeuge in dieser Garage, aber Leute, diese zwei Fahrzeuge werdet ihr nicht verlieren bei diesem Glitch. Ganz wichtig, es kann irgendwelche random Fahrzeuge sein. Werdet ihr auch später im Video sehen. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch Fahrzeuge, die ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Zum Beispiel einen kostenlosen LG oder so einen Fudge-Roller. Und dieser LG oder Fudge-Roller sollte optimalerweise in einer normalen 10er-Garage stehen. Wenn ihr das nicht habt und irgendwo anders steht, zum Beispiel Spielehalle, Nachtclub oder sonst irgendwas, ist das nicht so schlimm. Aber ihr müsst am Ende dann andere Schritte machen. Aber das seht ihr auch später, Leute. Gut, habt ihr das Ganze? Dann können wir doch mal direkt starten. Denn das Ganze muss in einer Einladungssitzung stattfinden. Das bedeutet, ihr seid als erstes mit eurem Freund in einer Einladungssitzung. Seid jetzt in der Einladungssitzung angekommen, Leute, geht es euer Freund in seine eigene Tuning-Garage rein. Und währenddessen, Leute, geht ihr in eure Tuning-Garage rein, beziehungsweise in meinem Fall ist es die gleiche Location, aber wenn nicht, müsst ihr halt bei eurer Tuning-Garage reinfahren. Ihr müsst jetzt euch ein Fahrzeug rausholen. Irgendein Fahrzeug, ganz wichtig, es darf hier nicht der Easy sein. Ganz wichtig, es darf nicht der Easy sein, sondern ihr braucht hier irgendein random Fahrzeug. Und ganz wichtig, Leute, ihr verliert dieses Fahrzeug wirklich nicht. Also keine Sorge. In der Zwischenzeit, Leute, muss jetzt euer Freund in die Aktivität gehen. Das bedeutet, er öffnet jetzt sein Handy, geht jetzt auf schneller Job, scrollt runter zur Aktivität und sucht euch jetzt irgendeine Aktivität raus, wie Golf, Darts, Armdrücken und so weiter und so fort. Und geht auf alleine beitreten und bestätigt das Ganze auch. Danach muss euer Freund circa 20 Sekunden warten. Denn nach 20 Sekunden wird unten rechts stehen, Lobby wird gefüllt, 1 von 2, 1 von 4. Und das bedeutet, er ist jetzt auch tatsächlich in der Aktivität drinne. Und euer Freund gibt euch Bescheid, sobald er das hat, Leute. Ganz, ganz wichtig. Gut, euer Freund hat jetzt euch Bescheid gesagt, dann können wir jetzt weitermachen. Wir fahren jetzt mit dem Fahrzeug, was wir jetzt gerade geholt haben, in die Tuning-Garage von unserem Freund hinein. Und ganz wichtig, wir gehen auch wirklich in seine Tuning-Garage rein. Sind wir jetzt in seiner Tuning-Garage angekommen, sind wir jetzt in diesem Tuning-Menü. So, was müsst ihr jetzt machen, Leute? Ihr geht jetzt aufs PlayStation-Menü und tritt jetzt eurem Freund übers Profil bei. Ganz wichtig, Leute. So, Leute, wenn ihr es eurem Freund beitritt, erhaltet ihr in GTA erstmal eine Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Aber, Leute, hier kommt ein ganz, ganz kleiner, sehr, sehr leichter Timing-Part, denn sobald ihr diese Meldung bestätigt, werdet ihr eine andere Meldung bekommen. Nämlich die Meldung, dass ihr in einer Einladungssitzung seid und dass ihr eine Einladung braucht, um eurem Freund den Job beizutreten. In dieser Meldung, Leute, müsst ihr exakt 2 Sekunden warten. Ganz wichtig, Leute, dass ihr in dieser Meldung 2 Sekunden drinne wart und dann erst die zweite Meldung bestätigt. Gut, das machen wir jetzt einfach mal. Ich bestätige jetzt die erste Meldung. Jetzt kommt die zweite Meldung. Ich zähle 1, 2, zack, bestätige sie jetzt auch. Und jetzt habt ihr so einen verbuggten Ladescreen. Und in diesem Screen, wo ihr auch euer Auto seht, müsst ihr jetzt einfach die ganze Zeit die Dreieckstaste spammen, so schnell wie es geht. Denn euer Ziel ist es, Leute, aus dem Auto auszusteigen, sobald ihr wieder gespawnt seid. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, steigt ihr tatsächlich auch aus eurem Auto aus und das Auto wird für euch unsichtbar. Aber das ist tatsächlich normal, Leute. Ihr geht jetzt einfach wieder zu Fuß aus dieser Garage raus. Und sobald ihr draußen angekommen seid, Leute, wird das Fahrzeug für euren Freund auf einmal sichtbar. Und euer Freund muss jetzt ins Fahrzeug einsteigen. Ganz wichtig. Ist euer Freund ins Fahrzeug eingestiegen, müsst ihr jetzt wieder zu eurer Tuning-Garage.
Aber Leute, hier auch wichtig, falls eure Tuning-Garage weiter weg steht, nehmt ein Straßenfahrzeug, um dorthin zu gelangen. Seid ihr in eurer Tuning-Garage wieder angekommen, Leute, nehmt jetzt hier auch wieder irgendein Random-Fahrzeug, was ihr nicht verliert, keine Sorge, Leute, und drückt jetzt hier auch die rechte Pfeiltaste, um es zu tunen. Und Leute, das Ganze wird jetzt sehr verbuggt sein, denn eigentlich steht in eurer Tuning-Garage noch das Auto von ihm, was getuned wurde, wo jetzt euer Freund drin sitzt, und jetzt fahrt ihr mit einem anderen Fahrzeug rein, sehr, sehr verbuggt, aber ist normal, Leute. Denn als nächstes müsst ihr jetzt bei eurem jetzigen Fahrzeug irgendwas umtunen. Zum Beispiel Bremsen sind sehr, sehr billig. Ne, ich tune das einmal um. Ihr könnt es auch danach wieder zurücktunen, wenn ihr das unbedingt wollt. Hauptsache, ihr habt irgendwas mal geändert. Und geht danach wieder zurück in eure Garage hinein. So Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob es bisher alles funktioniert oder nicht. Denn jetzt steigt in euer Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall nehme ich natürlich einen Easy Classic aus Arena Werkstatt in der Zukunftsschock-Variante, was ich natürlich euch auch empfehlen würde. Denn wenn ihr jetzt einfach die R2-Taste mal drückt, werdet ihr merken, dass ihr in der Studienwerkstatt rumfahren könnt. Wie geil ist das denn? Und jetzt, Leute, müsst ihr mit diesem Easy Classic zum Ausgang fahren und dort eine Seite einklemmen. Also sprich die Fahrer- oder Beifahrerseite einklemmen. Habt ihr jetzt das Fahrzeug eingeklemmt, so wie ich jetzt hier im Video, steigt ihr aus und nehmt jetzt ein anderes Fahrzeug, was ihr auch nicht verliert, Leute, und klemmt dann die andere Seite vom Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. So. Habt es ganz gemacht, Leute, müssen wir jetzt erstmal testen, ob wir es rein und raus teleportiert werden. Das bedeutet, ihr geht jetzt zum Fahrzeug hin, was jetzt komplett eingeklemmt ist, und drückt mal Dreieck. Und sobald ihr Dreieck drückt, müsstet ihr jetzt in das Fahrzeug rein teleportiert werden. Und wenn ihr wieder Dreieck drückt, werdet ihr raus teleportiert. Wenn ihr das habt, super. Das bedeutet, ihr habt bisher alles richtig gemacht. So, jetzt müsst ihr zum Ausgang gehen, denn wir brauchen das Menü, dass wir die Tuning-Garage verlassen wollen. Falls bei euch das Menü nicht kommt, so wie bei mir, dann bedeutet es einfach, dass ihr auch ein Easy oder irgendein anderes Fahrzeug zu sehr davor platziert habt. Das bedeutet, ihr müsst euren Easy mal kurz ein bisschen zur Seite fahren, dass ihr so einen kleinen Spalt habt, wo ihr auch tatsächlich zum Garagentor hinkommt. So wie in meinem Fall. Bei mir hat es ja auch nicht geklappt, deswegen muss ich kurz mein Easy umparken. Aber ganz wichtig, Leute, euer Easy muss natürlich komplett eingeklemmt bleiben. Also immer wieder testen, ob ihr rein oder raus teleportiert werdet. Denn sonst funktioniert der Glitch gleich nicht mehr. Gut, in meinem Fall ist mein Easy so umgepackt, dass es auch ganz so funktioniert. Und ich habe auch nochmal getestet, ob ich rein und raus teleportiert werde. So, wenn ihr das alles jetzt gemacht habt, müsst ihr jetzt zum Garagenausgang. So, dass ihr jetzt oben links das Menü öffnet. Ganz, ganz wichtig, Leute. Denn jetzt, Leute, schaut ihr zum Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt und drückt die X-Taste und die Dreieckstaste gleichzeitig. Denn das bedeutet, ihr geht einmal aus der Tuning-Garage raus und steigt gleichzeitig in euer Fahrzeug ein, was ihr euch duplizieren wollt. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr draußen spawnen mit dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Und jetzt habt ihr es fast geschafft, Leute. Denn als nächstes ruft ihr euren Mechaniker an und fordert eurem Fahrzeug an, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also einen kostenlosen Elegy oder einen Fudgy-Roller, am besten in irgendeiner normalen 10er-Garage zum Beispiel. Gut, in meinem Fall ist jetzt einfach hier ein Elegy aus dem Penthouse 3 von Eclipse Tower bestellt. Das ist auch eine normale 10er-Garage. Gut, aber jetzt, Leute, müsst ihr 20 Sekunden zählen, denn das Fahrzeug braucht ca. 10 bis 20 Sekunden, bis das geliefert wird. Aber ihr merkt das gar nicht, dass es geliefert wird, ihr seht das nicht. Deswegen müsst ihr mitzählen, denn nach 20 Sekunden könnt ihr eurem Freund sagen, ey, yo, kannst bitte aussteigen. Und achtet aufs Nummernschild, Leute, denn das Nummernschild wird sich ändern. Denn euer Fahrzeug, was ihr jetzt dupliziert habt, nimmt das Nummernschild von dem Fahrzeug an, was ihr verlieren könnt. Also was gerade verloren gegangen ist durch diesen Glitch. Also von kostenlosen Elegy, Fudgy-Roller etc. Gut, das Nummernschild in meinem Fall kam jetzt vom kostenlosen Elegy. So Leute, jetzt hat das Fahrzeug tatsächlich kopiert. Aber Leute, diese Kopie ist noch nicht abgespeichert. Wie könnt ihr das jetzt abspeichern? So Leute, es gibt sogar drei Wege, um das Ganze abzuspeichern. Und tatsächlich ist es hier wichtig, wo ihr euren Elegy herbestellt habt. So, in meinem Fall war es eine normale Garage. Eine normale 10er Garage mit Penthouse. Das bedeutet, um das Ganze jetzt abzuspeichern, ganz leicht, fahre ich jetzt genau in diese Garage rein, woher ich ein Elegy habe. Zack, boom, bam, ist abgespeichert, sobald ich in der Garage drinne bin. Super. Aber was ist, Leute, wenn euer Elegy zum Beispiel von der Spielehalle kam oder aus irgendeiner anderen Garage, die keine normale Garage ist, also zum Beispiel die Basis oder sowas, dann, Leute, müsst ihr die anderen zwei Methoden machen. Und zwar ist die erste Methode ganz klar MOC. Dann braucht ihr hier ein MOC und im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Das bedeutet, ihr bestellt jetzt im Interaktionsmenü euren MOC zu euch und fahrt jetzt mit dem Duplikat zum MOC.
und packt es hinten rein. Sobald es hinten im OC drin steht, Leute, ist es gespeichert und es gehört euch. Oder Leute, die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, dass ihr hier die Firmengarage benutzt. Das bedeutet, ihr braucht hier tatsächlich einen leeren Stellplatz in der Firmengarage und ihr braucht auch dazu noch die Tuning-Ebene von den Firmengaragen. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Wir fahren jetzt hier zur Firmengarage, sind wir drinnen gespawnt, Leute, müssen sofort wieder in unseren Duplikat einsteigen und die rechte Pfeiltaste drücken für die Tuning-Garage. Denn hier müssen wir auch irgendwas umtunen, damit das Ganze auch wirklich gespeichert wurde. Denn vorher ist dieses Duplikat nicht gespeichert in der Firmengarage. Gut, im Mai war ich jetzt auch wieder hier die Bremsen umgetunt und bin danach wieder zurück zur Firmengarage. Und jetzt, Leute, kennt ihr alle drei Wege, mit euer Duplikat abspeichern könnt. Wie gesagt, die einfachste Methode ist tatsächlich einfach, dass ihr in der normalen Garage euren LG stehen habt und dann könnt ihr einfach immer zur normalen Garage hinfahren und dort einfach reinfahren. Die leichteste Methode, die es gibt. So, aber die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was bringt mir jetzt hier so ein Duplikat? Gut, in meinem Fall bringt es hier ein Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, würde euer Easy komplett aufgetunt sein mit Waffe hinten dran und etc., würde er sogar 1,8 Millionen GTA-Dollars bringen. Und das Beste, Leute, clean dupes. Ihr braucht hier kein eigenes Nummernschild. Wie geil ist das denn, Leute? Und weil dieser Glitch so geil ist und wirklich sehr einfach ist, dann lasst doch mal bitte einen fetten Daumen nach oben da, Leute, ne? Und für die, die mich doch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch und ist mega geil. Aber gut, Leute, ich muss sagen, ich bin raus. Euer Wombat. Ciao.